Der weltweite Sportbetrieb nimmt schön langsam, aber sicher so etwas Ähnliches wie Fahrt wieder auf. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das Schönste an der aktuellen Situation ist doch, dass Krone oder Kasperl zurück ist. Die Sendung mit dem Sportchef der Kronenzeitung, Peter Franeder. Servus. Servus Michael, ich glaube, es haben wirklich schon alle sehnsüchtigst nach diesem Comeback. Es hat ein bisschen einen Erlösungscharakter jetzt gerade. Es ist wie eine Erlösung, dass ich vor allem die wieder sehe ich nach so langer Zeit. Es war schon hart. Dabei, du merkst es schon, es zieht sich so ein leicht schelmischer, vielleicht sogar ein bisschen schadenfreudiger Grinser durch mein Gesicht. Und zwar deswegen, weil, wenn alles so gekommen wäre, wie es dieser junge Mann am 23. März prophezeit hat, dann dürften wir jetzt gar nicht da sitzen. Denn an besagtem 23. März haben wir ein Krone- oder Kasperl-Spezial inszeniert, wir beide, über Skype. Ja. Und damals hat sich Peter Franeder zu einer weiteren seiner berüchtigten Prognosen hinreißen lassen, die jetzt schon legendär ist und die ich Ihnen auf keinen Fall vorenthalten will. Schauen wir uns das gemeinsam an, was Peter Franeder am 23. März zur Zukunft des Fußballs zu sagen hatte. Fraunis Vorhersage. Die Bundesliga zögert noch mit dem komplett Abbruch der Saison. Ich weiß eigentlich nicht warum, weil man kann ja nicht glauben, dass da im Mai, Mitte Mai wieder Fußball gespielt werden kann. Die Clubs wollen es noch nicht wahrhaben, aber das ist, Michi, sage ich ganz klar, Blödsinn, weil die Bundesliga wird nicht mehr weitergespielt werden. Fraunis Vorhersage. Eigentlich ist es eine Frechheit. Jetzt habe ich schon so schwere Zeiten mit dem ganzen Corona durchzumachen gehabt. War wirklich psychisch völlig fertig und jetzt versetzt man du beim Comeback dieser Sendung so einen K.O.-Schlag. Die Rache des Journalisten ist das Archiv, ne? Nein, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gern geirrt wie in diesem Fall. Ich hätte auch wirklich nicht geglaubt, dass es möglich sein wird, dass wir jetzt im Juni schon wieder Bundesliga-Spiele haben. Zum Glück haben sich die Zahlen sehr gebessert und es haben sich da einige Herren sehr eingesetzt dafür, dass das wieder möglich ist, allen voran der ÖFB-Präsident Leo Windner. Ich glaube, die ganze Fußballfamilie, die österreichische, kann ein großes Dankeschön an ihn und an seine Mitstreiter richten. Es ist ganz wichtig, dass wieder gespielt wird, auch wenn natürlich die Geisterspiele nicht so prickelnd sind in vielerlei Hinsicht, wie wir es gewohnt sind bei Fußballspielen. Aber trotzdem, es wird gespielt und wir haben wieder was zu berichten, wir haben wieder über was zu reden und ja. Gibt's nichts Besseres. Und du hast wieder die Möglichkeit, jede Menge Prognosen loszuwerden. Also, okay, was willst du jetzt? Nein, aber schauen wir mal, ich würde nur sagen, schauen wir, was alles so kommt. Austria Wien wird Meister 2020. Das ist eine Schlagzeile, ja. Damit bescherst, du uns Quotenrekorde jetzt schon bei der Comeback-Sendung. Wir müssen noch eine Altlast unter Anführungszeichen tilgen oder beseitigen, nämlich einen Herrn namens Günther Musil, wenn ich ihn richtig aufgeschrieben habe. Schöne Grüße an den Günther Musil mit einer großen Bitte um Verzeihung, weil ist der erste unserer Gewinner, der hat gewonnen einen Abend beim Promi-Heurigen zum Stutz in Oberla. War natürlich im April nicht möglich, weil im April bekanntlich keine Lokale offen hatten. Jetzt im Juni hat er wieder offen und ich werde mich so bald wie nur möglich mit dem Günther Musil in Verbindung setzen und wir werden natürlich diese Schuld begleichen. Alles logisch. Klar, nur damit das alles seine Ordnung hat, du kennst den Herrn nicht, also das ist nicht irgendein Haverer. Mittlerweile kenne ich ihn schon, wir haben zwei, dreimal telefoniert, eben deswegen. Er wirkt sehr sympathisch. Aber er ist nicht, jetzt Hand aufs Herz, er ist nicht dein Schwager oder dein Cousin. Nein, um Gottes Willen. Alles notariell beglaubigt. Ja, keine Freundelwirtschaft da, oder? Hoffentlich, gut. Nur, dass das auch deponiert ist. Gut, von Freundelwirtschaft sind wir auch beim ersten inhaltlichen Thema weit entfernt, nämlich beim Formel 1 Grand Prix von Spielberg. Der wird ja wieder stattfinden und gleichzeitig das Saison-Comeback markieren. Los geht's am 5. Juli und da gibt's eine ganz spannende Meldung rund um dieses Rennen. Es soll nämlich ein echter Milliardär nach Spielberg kommen, wenn es wahr ist. Angeblich soll der Bill Gates nach Spielberg kommen zu diesen Rennen. Jetzt muss ich dich einmal korrigieren, es ist kein Saison-Comeback, es ist der Saisonstart. Und das ist nämlich eine Riesensensation, nämlich, dass die Formel 1 überhaupt jetzt schon wieder fährt und dass sie noch dazu in Österreich startet, ist für unser Land eine unschätzbare Werbung. Der Weltsport beginnt in dem kleinen Spielberg, ich habe mir es angeschaut, 5.300 Einwohner,
Gemeinde. Dort beginnt der Weltsport wieder. Es werden wirklich alle Augen auf unser Land gerichtet sein. Wie gesagt, kann man nicht hoch genug einschätzen. Und da auch wieder Didi Mateschitz, jetzt holt er vielleicht den Bill Gates an. Didi Mateschitz ist und bleibt ein Phänomen. Der hat aus seiner kleinen Dosenfirma hat einen Weltkonzern gemacht. Sensationell genug. Jetzt holt er die Formel 1 nach Österreich. Irgendwann sollten sie ihm dort in der Steiermark oder weiß ich nicht, auch in Wien ein Denkmal setzen, ne? Meiner Meinung jetzt nach. Jetzt ist aber dann genug mit der Lobhudelei. Nein, aber das ist ja wichtig für uns alle, dass es Menschen gibt, die sich so für den Sport und eben auch für ganz Österreich einsetzen. Kann man nicht hoch genug schätzen, glaube ich. Jetzt ist es ja wahnsinnig schwierig, natürlich irgendwie einen sportlichen Wasserstand zu messen. Aber wen hast du denn so auf der Titelfavoritenrolle ganz oben? Titelfavoritenliste ganz oben. So, das also es ist wirklich ganz, ganz. Soll ich wieder eine Prognose abgeben? Okay, dann sage ich, Max Verstappen wird Weltmeister 2020. Schon ein heißer Tipp. Dessen Stunde könnte schon. Bitte, da kannst du mich dann auch wieder festnageln und wenn es stimmt, bitte. Jetzt können wir eigentlich gleich wieder eine Verlosung machen, oder? Wer widerspricht? Er ist sofort wieder ein Hochfahren. Ich habe eh was. Das zeigen wir nächste Woche. Hast du wieder irgendeinen verhaberten Wirten, den du pushen musst? Nein, einen Freund in der Steiermark, den Rainer Ernst, und der lädt den nächsten Gewinner in sein Lokal zur Ü30-Party oder so. Also das ist für dich noch nichts, weil du bist noch keine 30. Richtig, das ist ja ganz anderes Zeitalter. Da bin ich noch lange nicht dort. Nein, aber diese Prognose ist hier Max Verstappen, Formel 1 Weltmeister. Verbrieft und versiegelt und du kommst nimmer aus. Vom 30er auch noch ein Stück entfernt ist der Mann, um den wir uns jetzt kümmern wollen, nämlich Dominic Thiem. Und der wird uns jetzt da im Hintergrund eingeblendet mit einem Mann, der den 30er schon überschritten hat, der aber vielleicht bald in Österreich aufschlagen könnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Rafael Nadal, ich glaube, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist es sogar nach dem letzten French Open Finale, war ich dort. Der Dominic hat leider in 4 Sätzen verloren, war aber ein großartiges Spiel und sind 2 ganz großartige Sportler. Und der Dominic hat im Juli eine Exhibition organisiert in Kitzbühel, wo er letztes Jahr das Turnier gewonnen hat. Und da kommen insgesamt, inklusive ihn selbst, 8 Topspieler hin. Und einer davon könnte Rafael Nadal sein, was natürlich die nächste Riesensensation war, weil ich kann mich gar nicht erinnern, oder ich glaube nicht, dass der Herr Nadal je in Österreich Tennis gespielt hat. Also, ja. Sein Onkel war einmal da bei den Erste Bank Open. Da habe ich ein sehr diffiziles Interview mit ihm geführt. Das war sehr spannend. Ja, ich war auch. Andere Geschichte. Also mal schauen, vielleicht schlägt der Herr Nadal tatsächlich in Österreich auf. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch um König Fußball widmen. Und da, glaube ich, wird deine Miene jetzt ein bisschen grantiger, wenn es um den LASK geht. Du bist journalistisch und auch persönlich nicht wahnsinnig gut zu sprechen auf den LASK. Mir persönlich hat der LASK nichts getan, aber ich glaube, er hat dem ganzen österreichischen Fußball immensen Schaden zugefügt, nämlich mit der Tatsache, mehrere, vier waren es glaube ich, abzuhalten, die einfach in dieser Form damals verboten waren, weil es Corona-Regeln gegeben hat. Sowas macht man nicht, das ist wieder jegliches Fairplay. Und dann muss ich noch dazu sagen, wenn man es schon tut, dann sollte man wenigstens schauen, dass man sich nicht erwischen lässt dabei und dass man dann im eigenen Stadion das macht und irgendwelche Leute das filmen können. Galoppierende Dummheit. Die Strafe, über die kann man streiten, ob der Punkteabzug jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, und die Geldstrafe. Aber ich meine, so geht es einfach nicht. Und leider, der LASK hat, glaube ich, haben wir es angeschaut, der hat 3 oder 4 Mal von uns die Krone bekommen, zu Recht, weil sie wirklich erfrischend waren, weil man sich ganz im ganzen Land mit ihnen gefreut hat, wenn sie gewonnen haben, weil man sich gefreut hat, dass die Tabellenführung im Winter gehabt haben, Salzburg hat eh oft nur den Titel gewonnen, ja. Und dann zerstören sie sich mit so einem Blödsinn alles selber. Jetzt sieht man auch die sportlichen Leistungen bei Neustadt. Gegen Hartberg haben sie zu Hause verloren, gegen Wolfsburg haben sie nur unentschieden gespielt. Sage ich jetzt auch. Also, Running Gag ist, weil sie übertrainiert sind. Zu viel trainiert wahrscheinlich, ja. Mag sein. Ne? Aber offensichtlich hat es auch wirklich nichts gebracht. Ne? Und das ist jetzt die nächste Prognose. Ich sage, auch ohne den Punkteabzug wäre der LASK ja nicht Meister geworden. Ne? Zumal Salzburg einen sensationellen Start in die Meisterrunde hingelegt hat. Auch das überrascht mich nicht. Schau, Salzburg hat in jeder Hinsicht so viele Möglichkeiten. Die haben sicher
ganz anders trainieren können, ganz andere Voraussetzungen schaffen können als andere, weil eben Geld, weil alles, das ganze Umfeld, Infrastruktur dort, mehr Geld, bessere Infrastruktur und so weiter. Und gerade in so einer schwierigen Zeit wirkt sich das offensichtlich noch mehr aus als sonst. Und ja, es ist jetzt keine kühne Prognose mehr zu sagen, Salzburg wird wieder Meister. Ja. Du wirst vielleicht sogar du einmal recht haben. Jetzt merke ich wieder. Ich schicke dir zur nächsten Sendung in Malzi. Du willst noch einen Plätzchen sagen. War mein Malzi. Kriegt schon wieder seine Waschen. Also ich höre da jetzt schon, was die Zeugnisverteilung angeht, schon ein bisschen eine Tendenz heraus. Wir sind aber noch nicht so weit, weil wir spielen jetzt einen vielleicht ein bisschen bizarren Doppelpass. Und zwar zwischen Fußball und Alkohol. So klar muss man das formulieren. Denn Marko Arnautović, Österreichs Teamstürmer und Teamstar, geriert sich in jüngerer Vergangenheit als Produzent von Gin. Vergangene Woche hat er sein neues Getränk präsentiert und dabei Folgendes zum Besten gegeben. Wir schauen einmal kurz gemeinsam rein. Gin ist einfach, wenn man wohin geht und man verlangt einen Gin, dann steht er natürlich für Qualität und für Genuss. Und für das will ich natürlich auch stehen. Ich will kein Getränk machen, das was 0850 ist. Das bin ich nicht. Und der ist sehr gut. Also ich habe schon, ich habe natürlich auch gekostet und habe natürlich auch einige Feedbacks bekommen. Also der hat schon einiges drauf. Hat er recht? Schmeckt er wirklich so gut? Hast du schon gekostet? Keine Ahnung, ich hab noch keinen bekommen. Ich habe noch nicht einmal die Gelegenheit gehabt, dass ich einen trinken tät. Abgesehen davon, ich gehe jetzt jeden Tag in der Früh wacken. Sehr anständig. Das verträgt sich mit hochprozentigem Alkohol sowieso nicht. Der gesunde Lebensstil, der hat dich schon immer ausgezeichnet. Aber vielleicht werde ich einmal einen bekommen, dann natürlich auch kosten. Er hat natürlich auch Kritik auf den Plan gerufen damit, ist logisch, war vorherzusehen. Auch einen Krone-internen, einen sehr bekannten. Unseren Lieblings- oder Star-Postler Michael Janet, den hat das gar nicht gepasst. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ein Spitzensportler für hochprozentigen Alkohol wirbt oder sogar einen eigenen hat. War logisch. Wobei er natürlich wusste, worauf er sich einlässt, beziehungsweise seine Marketingagentur wusste. Wir kennen ja den Marco, mir taugt der Marco, der polarisiert immer, der ist nie fad. Ja, also. Was ist deine persönliche Meinung? Ist es gescheit, als Teamspieler für hochprozentige Es ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig gescheit, aber wie du sagst, er hat genau gewusst, worauf er sich einlässt. Und ich glaube, ihm taugt das auch, wenn er eben auch in der Kritik steht, wenn er polarisiert, der ist der Typ. Es darf halt für ihn nur nie fad sein und er ist auch nie fad. Das wissen wir weder am Spielfeld noch abseits vom Spielfeld. Vielleicht den Polizisten, den sein Leben auch damals kaufen wollte. Zu dem wieder zwei, drei Flaschen bringen. Oder? Diese alten Geschichten, immer wieder die alten Geschichten aufwärmen. Himmel, Herrgott. Immer das gleiche Spiel mit uns Journalisten. Ist er eigentlich ein Kandidat für den Kasperl, der Marko Arnautović? Um jetzt gleich einmal in Medias Res zu gehen. Bitte schön, schreiten Sie zur Tat. Es gibt zwei Kandidaten für den Kasperl. Und ich sage dir was, das haben wir noch nicht besprochen. Was wirklich sehr viele Leute verwundert, empört und erzürnt hat in den letzten Tagen. Das ist eine Demonstration, dass dieser Fall in Amerika tragisch ist. Darüber brauchen wir nicht reden. Wir sprechen von George Floyd. Genau. Zu Tode gequält, absolut zu verurteilen. Aber warum in Wien, reden sogar von 50.000 Menschen, dicht gedrängt aneinander stehen dürfen, demonstrieren dürfen und andererseits in einem Restaurant immer nur noch vier Leute an einem Tisch sitzen dürfen, in einem Fußballstadion gar keine dürfen, zum Formel-1-Rennen, das erst in einem Monat ist, wahrscheinlich auch keine dürfen. Also das verstehe ich nicht und das verstehen sehr, sehr viele Menschen nicht. Den Verantwortlichen dafür könnte man jetzt den Kasperl geben eigentlich, aber ich will vom Corona-Thema weggehen und obwohl es auch mit Corona zu tun hat, bitte, liebe Oberösterreicher, lieber Lask, macht nie wieder so einen Blödsinn. Dann sind wir wieder alle auf eurer Seite, aber noch, weiß ich nicht, 4, 5 Kronen, die wir euch gegeben haben, gehört euch jetzt der Kasperl. Also du meinst, das müssen die Laskler aushalten. Wem geben wir, den Trainer oder den Präsidenten? Jeder, der sich bemüßigt fühlt, darf den Kasperl gerne abholen. Sie können nach Wien kommen und sie ihn da abholen, ne, wie sie bis jetzt alle gemacht haben. Gut, dann kommen wir zum angenehmeren Teil. Wer kriegt denn die Krone? Die Krone kriegt die Mateschitz dafür, dass er uns die Formel 1 den Formel-1-Saisonstart nach Spielberg geholt hat. Und nächste Woche werden sicher ein paar Paletten Red Bull-Dosen. Verträgt sich der Arnautović?
Verträgt sich der Arnautovic Gin eigentlich mit Red Bull? Gin Red Bull habe ich noch nie gehört. Wodka Red Bull habe ich gehört. Wäre vielleicht auch einmal eine Marktlücke. Probieren wir das dann einmal. In der nächsten Sendung live auskosten, durchkosten. Vielleicht beim Promi-Heiring, vielleicht hat ja, einen Gin. Das, ja? Da werden wir das gemeinsam diskutieren. Na, selbstverständlich, ich muss ja meiner Recherchepflicht nachkommen. Alles für unsere Zuseher. Nur damit die nicht glauben, dass es irgendein abgekattertes Spiel ist. Müssen wir alles dokumentieren. Die Frage ist noch, wer dann zahlt. Ja, die Krone natürlich, ne? Das ist ja logisch. Ne? Oder ich von mir aus auch. Ne? Die Dienstreise in dem Fall zum Promi heute. Dürfen aber nicht zu viel Spritzer trinken. Ne? jetzt führt das Ganze zu weit. Wir können die Diskussion gerne fortführen, aber die Zuschauer verschwinden. Ja. Vielen Dank, dass Sie beim Comeback dabei waren. Wir hoffen, es war was Brauchbares für Sie dabei und freuen uns, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Vielen Dank, Peter, für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Alles Gute.